Jo Leute, willkommen zurück zu Thief. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen hier an dieser Stelle gestruggelt. Und dementsprechend werden wir einmal hier weitermachen. Ich weiß halt nicht, wie weit die Blickrange von den beiden ist. Ich könnte hier die Fackel ausschießen, dann wäre da sowieso Sense mit. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Es muss doch irgendwie möglich sein, auch als Phantom hier durchzugehen. Also teilweise habt ihr halt so scheinbar unlösbare Aufgaben. Und dann ist es in Wahrheit irgendwo so im Hintergrund ist am Weg nach oben. Und dann könnt ihr da über die Wachen drüber hinwegklettern. Das ist ganz oft der Fall. Okay. Gut. Ich muss es versuchen. Okay, das sind Vollidioten. Okay, ich hab mir gar nicht so einen Stress machen müssen. Das sind nämlich einfach Vollidioten. Sei doch, das sind absolute Vollidioten. Ach Gott, das hätte so einfach sein können. Ich hätte einfach nur durchpushen müssen. Ärgerlich. Tja, wie es aussieht, haben sie den Schalter gefunden. Ja, den Alarmknopf. So. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt entdeckt wurde, sondern einfach, dass das das Event ist, dass der Baron Alarm geschlagen hat. So, da müsste ich jetzt einmal. Runter, hoch, hier hoch und hier hoch. Eindringling in der Fabrik. Er hat den General bestohlen. Verdient ihr deine Zeug. Ein Eindringling? Zu Befehl. So, jetzt sind die nämlich direkt alle hier in diesem Modus. Ah, ja, stimmt. Einmal, damit wir den ganzen Mist nicht nochmal machen müssen. Ich weiß, was passiert. Ich kann dem aber leider nicht ausweichen. Geht nicht. Was war das? Geh rein und finde es raus. Sir! Das war eng. Das war verdammt eng. Das Dach ist eingestürzt, Sir, aber da ist niemand. Was hast du eigentlich in deinem Schädel? Ein Topf? Wer ist hier vorbeigekommen? Durchsucht den gesamten Hof. Der Feigling versteckt sich in den Schatten. Wie unter dem Rock seiner Mutter. Aha. Soweit ich weiß, ist Garrett, weise gewesen und wurde eigentlich von den, ich glaube Wächter hießen sie im ersten Teil, wurde von denen ausgebildet. Lustigerweise gibt es die hier zwar auch, so als Nebendarsteller, oh, da sind Pfeile, eigentlich würde ich die gerne mitnehmen. Du patrouillierst hier ständig, ne? Jetzt. So. Mist. Ah, ich muss da lang. Okay. Einmal dahin. Sehr schön. Gut. Hier habe ich aus Versehen mal die Kerzen gelöscht und musste dann nämlich den ganzen Hof nochmal machen.
das war damals richtig ärgerlich. Weil in der Mission wirklich die kleinsten Kleinigkeiten schon dazu führen, dass man nicht mehr Phantom ist. Ich werde euch nicht vermissen. Ich euch auch nicht. Aber das ist eine Mission, die so gut wie neu und Staub zu Staub. Aha. Oh. Was habe ich denn gemacht? Ich werde irgendwo was aufgelassen haben, denke ich. Aber nicht ganz so tragisch. Ich hab's immerhin geschafft, Phantom zu werden. Und einmal fortfahren. 51% der Beute gestohlen. Ist jetzt nicht so unbedingt ultra viel. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Ja. Indem wir nämlich alles wieder ablegen. Lager. Inventar. Seilpfeil, Seilpfeil, Seilpfeil. Wasserpfeil, Wasserpfeil. Nahrung, 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 Nahrung. Breitkopfpfeil, Breitkopfpfeil, Breitkopfpfeil. Stumpfer Pfeil. Mohn. Erstickungspfeil. Und das sollte passen. So, da haben wir jetzt zum Beispiel schon den Serendi-Edelsteinkränze und wundervolle Sachen. Achso, ja, die werden nachher so aufgereiht, so alle hintereinander. Davon gibt es halt mehrere Tafeln. Das sind alles so Sachen, die so Sets sind, so Medaillons, so Ringe, Ketten, Armbänder, alles mögliche halt. Und halt Goldplatten. Ich bin nur 5000 Gold wert. Okay. Ah, dein Klient. Interessant. Sehr schön. Einmal runter auf den Stone Market. Kann unerwünschte Aufmerksamkeit leichter vermeiden. Okay. Okay. Welche Mission kommt denn jetzt offiziell? Ich meine... Achtung, ihr Diebe! Die... Ja, die könnte es sein. Wird jeder Bürger, der beim Diebstahl erwischt wird, am Halse... Ja. Also, auf Diebstahl steht... In dieser Stadt wechselt nichts den Besitzer, ohne dass er so es weiß. Er sagt, das ist eine Gabe. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. auf Diebstahl steht hier die Todesstrafe. Sehr schön. So, Bottich. Die zweite Mission werden wir auf jeden Fall öfter... Also werde ich auf jeden Fall öfter spielen. Und... Ups. Werde da auf jeden Fall ein bisschen Gold farmen. Oh, Wurfgeschosse. Da liegt doch was auf einem Vorsprung. Wie komme ich denn da hin? Naja, wurscht. Ah, okay. Hier bräuchte ich jetzt einmal Pfeile, aber ich bin gerade ehrlich gesagt zu faul, wieder zurückzurennen. Wollen wir dann rüber ins Burg? Gleich ab. Die Pisse, die ausschenken, hilft gegen den Eintopfgeschmack.
Okay. Gut. Wenn man sich beschweren kann, dann geht's einem doch nicht schlecht genug. Und mal hoch und einmal hier rein. So, und wie gesagt, hier ist das egal. Hier können wir ruhig Spuren hinterlassen. Oh, interessant. Da ist der erste. Und Moment. Da ist der zweite. Dann mach mal auf. Oh, das ist ein Armband, ein Sammlerstück. Ein schönes Stück. Die Windungen des Todes. Der Rest dürfte einfach nur Geld sein. Ja, eine Brosche. Wenn alle Tavernen schließen, wo soll ich dann trinken? Wie wär's mal mit, du trinkst am besten dann gar nicht mehr. Braucht man sowieso nicht. Wofür betrinkt man sich? Habe ich nie verstanden. Wofür Leute sich betrinken. Ich sag nichts gegen Leute, die halt so ein Feierabendbierchen trinken oder mal ein Glas Rotwein. Ich selbst tue es nicht, also ich trinke keinen Alkohol, aber ich verstehe es nicht, warum sich gerade unsere Generation, ja mehrere, dass die sich so hart besaufen. Und man kann es einfach nicht anders sagen, die besaufen sich ja. Und ich kannte einen, beziehungsweise der lebt noch, also kenne ich den, der hatte bei uns in der Ausbildung wirklich einen Ruf weg, der war immer betrunken. Der ist montags morgens, ist der betrunken zur Arbeit gekommen. Ich glaube gar nicht, wie oft wir... Wenn das alles vorbei ist. Ich glaube gar nicht, wie oft wir den decken mussten, damit der nicht rausfliegt. Dass der so hart nach Alkohol gestunken hat, das gab's gar nicht. Was soll ich denn sonst arbeiten? Soll ich den Kanal schrubben? Ja, mach doch. So. Hi. Bei Rocks 10. Ups, das sind Wächter. Die wollen andere Sachen von mir. Wir können einmal schon mal hier runtergehen, aber ich möchte mal kurz gucken, ob hier noch was ist. Aber der hat halt wirklich, der hat auch permanenten Pegel gehabt, glaube ich. Ich glaube, den habe ich nie nüchtern erlebt, den Typen. Komm mit, jemand will dich sehen. Warum mich? Dein sonniges Gemüt, die anregenden Gespräche, keine Ahnung. Du hast den Ring für ihn gestohlen, musst ihn beeindruckt haben. Wer ist er? Er heißt Orion. Der Einzige, der gegen den Baron aufbegehrt und sich für Leute wie dich und mich einsetzt. Also, zumindest für mich. Was er sagt, leuchtet ein. Das gibt's hier wirklich nicht oft. Er hilft hier unten den Opfern der Schwermut. Schön, dass mal jemand zu seinem Wort steht und was tut. Und, sei nicht zu sehr... Du weißt schon... Du selbst. Wir brauchen das. Besser. Gut, dass ihr da seid, Garrett. Ihr bezahlt, oder nicht? Für meinen Geschmack nicht. Von dem bisschen, das ich habe. Ja. Dann habt ihr jetzt meine Aufmerksamkeit gekauft. Gut. Bitte. Begleitet mich. Der Baron zieht Fortschritt dem Schmerz vor. Metall und Stein statt Fleisch und Blut. Und seht, was passiert ist. Ich misch mich nicht in Politik ein. Ah ja. Ihr seid ein stolzer Einzelgänger.
Das da war ein Seuchendoktor, nur mal so am Rande. Glaubt ihr wirklich, das ginge euch nichts an? Für mich passt so. Aber wie lange? Garrett! Garrett, ich rutsche! Es ist auch eure Stadt. Was ist passiert? Eine Ohnmacht. Geht's euch gut? Bestens. Was braucht ihr von mir? Ich brauche ein Buch. Das einzige seiner Art, das noch existiert. Dann empfehle ich eine gute Bücherei. Es sei irgendwo im Haus der Blüten versteckt. Oh. In diesem Tag und Nacht, die reichen ein und aus. Diskretion ist alles. Ich bin eigentlich kein Freund des Diebstahls. Aber in Zeiten wie diesen. Ein Politiker, der stehlen lässt. Klingt ganz normal. So wie ein Dieb, der für die gute Sache steht. Ich hol euch das Buch. Ihr sichert damit auch eine bessere Zukunft für alle. Ich werde es mir merken. Cheers. Ja. Das Haus der Blüten. Ich war nie dort, im Gegensatz zu jemand anderem. Aaron. Für alle, die es nicht schon am Namen erraten haben und dem, wie ich reagiert habe, es handelt sich dabei um einen Puff. Komm schon. Krieg schneller. Jemand wird uns hören. Jemand wird den Schwarzkitteln sagen, genug ist genug. Diese Art von jemand. Moment. Zum Schluss am Geist. Das ja. Auf jeden Fall mit Clown. Ich muss auf jeden Fall an. Das hat offenbar nichts bewirkt. Da gab's ein Rätsel zu, aber da brauchte ich, glaube ich. Da musste ich, glaube ich, Level 6 oder 7 schon fertig haben. Naja. Ist mir egal. So, ich muss aber einmal. Komme ich irgendwo wieder hoch auf die Dächer? Ich möchte eigentlich gerne so irgendwo mal wieder hoch. Da. Hört zu, die Schwarzkittel wollten Mortimer vertreiben. Also das würde ich nicht versuchen. Hat sich natürlich aufgeregt, also haben sie ihn verprügelt. Geschieht ihm ganz recht. Und dann in einen Karren gelegt. Er war nicht mal tot. Das ist gemein. Das ist echt gemein dann. So. Aber hier komme ich nicht weiter. So. Wo ist denn der jetzt gerade bimmelnde Glockenturm? Weil ich muss noch ein paar Sachen einkaufen gehen und die kann ich nur in Bessos, neben Bessos laden. Erwischt. Halt! Ja, ja. Und hauen wir ihn kaputt. So. Damit ihr auch mal seht, dass ich auch kämpfen kann. Warum nicht? Das bringt Unglück. Über dem Feuer geröstet schmeckt Unglück gar nicht so übel. Ich würde aber auch keine Raben essen, wenn ich du wäre. So, einmal in die verkrüppelte Burg. Da muss ich, glaube ich, einmal quer durchlaufen.
und dann zum anderen Ausgang raus. Zu Hause an. Vor einem Jahr gab's noch Hoffnung. Nee. Doch nun verrottet die Stadt. Schwermut. Direkt hier. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ja. So. Und zwar das hier. Das brauchte ich. Die Rasierklinge. Damit kann ich Gemälde klauen. Der Drahtschneider ist definitiv von Vorteil. Und jetzt wird es schon interessant. Verringert Geräusche beim Gehen auf Oberflächen, die Geräusche verursachen. Lederpause erhöht sichere Fallhöhe. Bla bla blub. Bogenschussstärke, Köcherkapazität, Lederpolsterung. Nehmen wir das hier. So. Ah, das sind die, ja, richtig. Blablabla. Verringert die Preise von Ressourcen um 25%, ist auch Blödsinn eigentlich. Verringert Schaden durch Feuer und Fallen. Also die muss man nur im Inventar haben, dann könnt ihr die... Oder dann sind die automatisch aktiv. Verringert Trefferchance feindlicher Projektile, verringert Schaden durch Feuer und Fallen. Erhöht den Maximalfokus. Okay, eigentlich ist das hier und das hier für mich die beiden wichtigsten Sachen erstmal. Danach das hier und das hier. Also die sind relativ wichtig, weil hier die Ressourcen sind vollkommen unwichtig für mich, weil ich ja sowieso keine Pfeile benutze oder sowas. Und das hier, eigentlich sollte ich gar keine Nahrung brauchen. Mond vielleicht, aber sonst, naja. Und die sind halt, naja, gut. Okay, gut. Wir sehen uns dann aber... Ja, ja, halt die Klappe. So, aber das war's für diesen Part und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Haut rein, bis dann und komm, lad noch. Ciao, ciao.